CFL Season 4! Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr gesehen habt, TFL Season 4 ist am Start. Ich bin wieder dabei. Ich habe mir ein Team zusammengedraftet. Das war gestern, beziehungsweise ich glaube für euch war es vorgestern, je nachdem, ich weiß nicht, wann ich das Video rauskriege. Und ja, das Ganze nennt sich Jagapulse Disco. Und hier seht ihr das Logo. Genau. Das Ganze hat relativ gut funktioniert. Die meisten Pläne, die ich hatte, sind aufgegangen. Und ich führe euch jetzt kurz durch mein Team durch, sage zu jedem meiner Monster ein bisschen was. Und schau halt, dass ich zeige das euch in der Reihenfolge, in der ich das gedraftet habe, damit ich halt meinen Gedankengang dann dazu erklären kann. Genau. Also, ich hatte den zweiten Pick. Und mit dem zweiten Pick habe ich mir überlegt, hole ich mir direkt ein gutes Pokémon rein. Der zweite Pick, da muss halt ein Böllermon kommen. Das ist in den allermeisten Ligen ist es entweder Landoti, Taunty oder Jagapult. Oder, ja, technically bei uns hätte es auch Kyurem sein können, da kann man sich drüber streiten. Wie ihr an meinem Logo seht, habe ich mich für Jagapult entschieden. Jagapult ist mein Captain, ist halt eins der schnellsten Monster Liga, hat einen Speedfest von 142. Ich glaube nur Zoroora, Hydreigel, Ninjask und Regieleki überhaupt sind schneller. Genau, bei Pult ist die Sache, du weißt als Gegner nie, worauf muss ich mich vorbereiten. Man kann ihn nämlich entweder physisch spielen, man kann ihn speziell spielen. Das einzige Manko ist halt, also beziehungsweise der physische Angriff ist höher als der spezielle, aber der physische Movepool ist nicht so krass. Da muss man halt dann gucken, weil der physische Movepool hat nicht so eine gute Geistattacke, keine Real Alve Geistattacke, weil Dragapult leider keinen Poltergeist hat, sonst wäre er wahrscheinlich gebannt. Genau, der hat nur Schemenkraft, da muss man halt gucken, ob man ihn irgendwie mit einem Herb oder sowas spielt, damit er das vernünftig einsetzen kann. Ja, das Ding bei Jagapult ist, dass er genug Speed hat, mit 142, dass er in den meisten Matchups nicht mal ein Plus-Speed-Wesen braucht. Das heißt, man kann ihn dann Modest spielen, dann macht er nochmal mehr Schaden. Genau, kann ihn Spexen oder Banden, je nachdem. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Außerdem hat er halt ein unfassbar starkes Typing. Drachengeist ist, gut, er könnte theoretisch als Spin-Blocker fungieren, auch wenn ich den jetzt nicht so gerne in den Stalobor oder sowas reinschmeißen würde. Aber in der Theorie kann man immer, ne, muss der Gegner damit rechnen, dass ich den in sowas reinschmeiße, damit der einen Rapid Spin frisst. Genau. Außerdem hat der Momentum. Das ist ein Thema, was in meinem Team groß geschrieben wurde, wie ihr demnächst sehen werdet. Genau. Ja, mit meinem ersten Pick habe ich mir Jagapult geholt, dann war ich natürlich lange nicht dran. Und mein nächster Pick war dann Felinara. Felinara habe ich mir dazu geholt, das war so ein bisschen Plan B, aber mir war klar, dass ich Primarina an der Stelle nicht mehr bekommen kann. Hab mir so Felinara geholt. Felinara ist eigentlich die perfekte Ergänzung zu Jagapult. Der ist ein defensives Mon mit vernünftigem Damage-Output, allein durch die Fähigkeit, Schallwelle Typ Fee, gib ihm, geht durch Subs durch, du kannst dich gegen das Vieh nicht aufsetzen. Der kann heilen, der hat einen Wish, der hat Baton Pass, also Momentum. Der kann die Heal Bell sogar läuten lassen. Das heißt, wenn irgendjemand, irgendein Schlingel, keine Ahnung, mein Jagapult burnt oder paralyzed oder so, dann hole ich Felinara raus, Heal Bell und mach das Ganze ungeschehen. Der hat eine Stab-Prio in Ruckzucki. Und ihr lacht jetzt Ruckzucki, aber ja, überlegt mal, der ist, ich glaube, mal 1,3 Stärke kriegt der durch die Fähigkeit. Ist daher von Typ Fee. Und kriegt halt, wie gesagt, nochmal Stab. Also ein Stab. Ruckzuckhieb, der praktisch Doppelstepper. Das ist ziemlich gut. Damit kann der, da kann man den Gegner mal kalt mit erwischen und das auf jeden Fall sollte man nicht unterschätzen. Ja, genau. Und hat halt, ja, Momentum mit Baton Pass. Ich darf mich da natürlich nicht aufsetzen, das ist klar. Aber Wish Baton Pass ist eigentlich relativ gut und der ist jetzt auch nicht so schnell, dass ich das meiste ausspeede. Genau. Um dann mein defensives Duo so ein bisschen voll zu machen, habe ich als nächstes im B-Tier gedraftet und habe mir da das gute Bronzong geholt. Bronzong, Typ Stahlfee natürlich, ist ja das defensivste Pokémon in meinem Team. Der resistet, also der nimmt Felinaras Schwächen beide raus und das sind halt Gift und Stahl. Stahl resistet der und Gift ist, hat keine Wirkung gegen den, das heißt, das ist echt wirklich ein super Duo, was ich da habe. Der hat die Schwebefähigkeit oder Hitzeschutz, je nach Matchup.
kann ich mich entscheiden, wie wichtig ist es, dass ich zum Beispiel Feuerattacken resiste oder eben Bodenattacken immunisiere. Das ist ziemlich super. Leider hat er als eins der wenigen Monster in meinem Team kein Momentum. Aber ja, ich habe damit mit meinen ersten drei Picks sofort den Fantasy-Core voll gemacht, also Drache, Fee und Stahl. Das ist ziemlich super. Und der hat die Rocks natürlich, kann er rauslegen. Ja, ist hauptsächlich da, um Felinara halt zu komplettieren, sag ich mal. Genau, mein nächster Pick war dann wieder was Offensives. Ich bin im B-Tier geblieben und habe mir da Flampivian reingeholt. Flampivian ist ein sehr wichtiger Teil meines Teams. Der ist ein physischer Breaker, wie es keinen zweiten gibt. Also schon zweiten, aber nicht in diesem Team. Also auch, aber ihr wisst, was ich meine. Fangen gut. Der hat immensen physischen Damage-Output, dadurch, dass der eben Sheer Force hat. Der kann Flammenblitz abfeuern. Der hat kein Close Combat, aber ich glaube, der hat Superpower. Also, Deutsch weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Minus 1 Angriff, minus 1 Defense. Kraftkoloss. Hat auch sonst einen sehr vernünftigen Movepool, kann man eine Steinkante abfeuern, kann Erdbeben abfeuern. Der kann sich auch mit Belly Jump aufsetzen und wird zu einem Sweeper, der Teams auslöscht, wie wir letzte Saison gesehen haben. Und das Wichtigste, der hat natürlich auch Momentum, hat die Catwinde dabei, die er da drücken kann. Ja, Flampivian oder Darmanitan wäre letzte Saison beim guten Alex Surging Strikes. Hier oben findet ihr, einmal ein I, da ist Alex verlinkt. Wer den geguckt hat, der weiß, was dieses Vieh anrichten kann, und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt unter Vertrag nehmen konnte. Ja, dann ging bei mir ein bisschen so die Gedanken los, was brauche ich noch, wo kann ich Lücken schließen und so weiter, was ist generell noch gut. Und tatsächlich bin ich noch jetzt nicht in die Defensive richtig reingegangen, aber es ist ein bulky Offense-Mon, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir als nächstes im A-Tier, das habe ich vorgemacht, habe mir Sumpex geholt. Sumpex ist die Sache, klar, der ist jetzt nicht dein klassischer A-Pick, aber der hat nur eine einzige Schwäche, das ist Typ Pflanze. Und Typ Pflanze resiste ich jetzt schon. Mit den ersten 5 Picks resiste ich Pflanze 3-mal. Das heißt, wenn der Gegner auf den Pflanzen-Move drückt, dann muss der immer 2-mal überlegen, weil ich habe so viele Möglichkeiten da rein zu switchen, das ist der Wahnsinn. Genau, der feuert Step Erdbeben ab, was nie verkehrt ist. Der ist ein sehr reliable Rocksetter. Und ja, Water-Types ohne Elektroschwäche sind nie schlecht. Also der ist halt gegen zum Beispiel Zoroora, was ja jetzt mein Sumpex Dragapult outspeedet, ist halt Sumpex extrem stark. Ja, und der hat natürlich auch Momentum mit Rollwende, hat der langsames Momentum. Und ja, ihr seht, also in meinen ersten 5 Picks haben 4 Leute Momentum, einfach damit ich rumspielen kann und halt immer das richtige Pokémon reinschicken kann. Genau. Dann habe ich tatsächlich als nächstes schon mein B-Tier zugemacht vor der Pause und habe mir da Silvally reingeholt. Silvally, Amigento auf Deutsch, ist halt der perfekte Lückenfüller. Der kann alles und der kann auch mehr als alles. Der hat einen Defog, der hat Multi-Attack, was ein 120er Stab-Angriff ist. Dem kann man viele Items geben und der hat halt alle Werte auf 95, wie ihr wisst. Das heißt, der kann alles, der kann jede Rolle einnehmen. Egal, was du noch brauchst im Team, das kann er raushauen. Der hat natürlich den Rückenwind, der hat demnach, der hat, ja, Defog habe ich schon gesagt, hat den Rückenwind und ja, natürlich auch Momentum mit Abgangstirade, was eine großartige Attacke ist, den Gegner auf -1/-1 bringt, also -1 Angriff, -1 Spätzangriff, geht dann wieder raus und der ist auch bulky, also der ist wesentlich bulkiger als man so denkt, mit 95 HP, 95 Def oder halt Spätzdef, kann der ordentlich Hiebe einstecken und das wird er wahrscheinlich auch tun. Genau, dann bin ich runtergegangen ins C-Tier und habe mir da ein Pokémon geholt, was selber nicht so sehr reinböllert, was aber unterstützen kann sehr gut. Und zwar habe ich mir da Elfun geholt, Whimsicott zu Englisch. Elfun ist das Utility-Mon. Es ist, also viel mehr macht er nicht, aber das macht er extrem gut. Der hat halt Prankster als Fähigkeit, Strolch, das heißt, alle Statusattacken haben Prio bei dem, das heißt, er kann Prio Defog rausholen, kann Thunder Wave mit Prio abfeuern, kann Leech Seed legen, Rückenwind aussetzen, Taunt, irische Pokémon taunten und hat die Toxic, alles mit Prio natürlich wegen Prankster. Das ist halt echt fucking gut. Also da müssen sich die Gegner vorne acht nehmen, den sollte man nicht unterschätzen. Klar, der wird dein Team nicht sweepen, so, das macht er nicht.
Aber der hat einen guten Speed und der ist auf jeden Fall da, um gegnerische Pokémon zu verkrüppeln. Ein bisschen so wie letzte Saison mein Rotom. Ja. So, dann bin ich ins D-Tier sofort gegangen. Und hab mir gedacht, okay, das D-Tier hat nicht viele gute Pokémon. Und ich hätte gern eins, was zumindest noch ein bisschen vielleicht mal was machen könnte. Deswegen habe ich mir da die Ponytox geholt. Die Ponytox ist ein Mon. Das ist der. Ja, nicht der Hazard-König, aber der hat Spikes und der hat T-Spikes. Das heißt, da muss man immer gucken, wenn der dabei ist, legt er jetzt Sachen raus. Was macht der? Der hat einen akzeptablen physischen Angriff von 95, ist halt genau das gleiche wie Silvally. Und wenn er da mal einen Mülltreffer oder sowas abfeuert, dann müssen sich die ein oder anderen Feen auf jeden Fall vor verstecken. Natürlich, dadurch, dass er Gift-Pokémon ist, kann er halt gegnerische T-Spikes dann aufsammeln und unschädlich machen. Außerdem hat er da, weil in meinem Team, wenn ihr euch ein bisschen mit Pokémon auskennt, dann seht ihr, da ist so eine kleine Speed-Lücke dazwischen. Da habe ich den dann reingepresst, der hat die ein bisschen geschlossen. Und es gibt auch ein ganz verrücktes Depolitox-Set, wo man mit einem Schwächenschutz da was machen kann. Ja, ob das passieren wird, weiß ich nicht. Es ist halt ein Dämon, so. Wenn der einmal mitkommt, hat der alles gemacht, was er machen muss. Genau. Dann habe ich mir gedacht, oh Mann, eigentlich vermisse ich mein Rotom von Oliberlo Chancentod. Der hat im ersten Kampf gegen Max seine Masterclass eingereicht und hat gezeigt, wie man Rotom einsetzt, indem er sofort ein paar Pokémon verkrüppelt hat. Und dann bin ich ins D-Tier nochmal, bin ich im D-Tier geblieben, ne, im C-Tier. Ich bin zurück ins C-Tier gegangen und habe mir da ein Raichu hingestellt. Raichu, Typ Elektro natürlich, bringt den Much-Needed Electric-Type in mein Team rein. Hat also den Volt-Switch natürlich, also Momentum. Raichu hat dadurch, dass der Lightning-Rod hat, kann eine Elektro-Immunität haben, kann den Wish sogar aufsetzen, was also Wish und Volt-Switch ist nie eine schlechte Kombo, hat mit 110 einen sehr vernünftigen Speed, das heißt, man könnte den je nach Matchup spexen oder scarfen und je nachdem natürlich, was er machen soll, mit Wish werde ich den wahrscheinlich eher weniger scarfen oder spexen, je nachdem. Ja, der soll halt nicht viel machen, der soll ein bisschen so auch Speed reinbringen, da kann man einen T-Bolt abfeuern und vielleicht den gegnerischen T-Bolt einfangen. Mehr soll er nicht machen, ist halt dafür da. So. Dann habe ich als nächstes einen Konter-Pick tatsächlich gemacht und habe halt gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt hatten schon sehr viele Wetter-Teams zusammengedraftet. Vier an der Zahl und zwei davon waren Sandsturm-Teams. Und da habe ich gedacht, weißt du was, okay, pass auf, ich mache das folgendermaßen. Ich hole mir jetzt jemanden, der auch Sandsturm-Abuser ist. Einfach damit, wenn ich das Matchup habe, dann kann ich den da reinlegen und dann kann er diesen Sandsturm eben auch abusen und den Gegner vielleicht ein kleines bisschen davon abbringen. Es ist kein krasser, es ist jetzt nicht Excadrill oder so im S, nein, es war Sandama geworden. Ja, Sandama soll einfach nur ein bis vielleicht zweimal mitkommen im Sandsturm, ein bisschen Work machen. Der hat die, erstmal zweiter Ground-Type, hat also eine Elektromunität, was immer gut ist. Der hat Rocks, der hat Spikes und der kann selber spinnen, also der ist der Hazard-König. Mit 65 Speed vielleicht nicht unbedingt der reliableste Rocksetter oder Spikesetter. Genau. Außerdem hat der Knockoff, was ich auf dem relativ überraschend finde. Der Steel Roller und ein Super Fang. Also kann im Zweifelsfall die meisten Pokémon auf 50% der KP runterbringen. Und wenn er das macht, dann hat er auch schon seinen Job gemacht. Ist halt ein D-Pick. Der wird nicht oft dabei sein. Und wenn er dabei ist, dann muss er nicht super viel machen. So, wie ihr jetzt seht, habe ich das hier nach den Tiers geordnet, natürlich, wer das gesehen hat. Da oben fehlt jetzt noch was und den habe ich mir mit Absicht so lange übergelassen, weil ich habe halt geguckt, okay, welche Pokémon holen sich die Gegner, wann macht es Sinn, mir meinen Aspekt zu holen. Und immer mehr Leute haben sich halt Pokémon gedacht, wo ich gedacht habe, okay, die brauchen das nicht mehr, was ich brauche. Dann nehme ich mir zuerst die guten Pokémon aus den anderen Tiers und komme dann nochmal ins S zurück. Und mit meinem letzten Pick habe ich dann das S-Tier zugemacht und meinen Draft abgeschlossen und habe mir da nochmal einen MVP reingestellt und das ist Galar Zapdos. Ich habe mir dann vorgenommen, den Draft so ein bisschen auf einer High Note zu beenden und habe mir dann Galar Zapdos reingestellt. Der hat einen guten Speed, ich glaube 100 müsste der haben. Den kann man, ja, Scarf vielleicht nicht, aber der hat halt eine Typenkombi Kampf-Flug, was extrem stark ist, weil Flug ein super guter Angriffstyp ist und Kampf halt auch. Der hat Close Combat, der hat Brave Bird und da kommt nichts rein. Also es gibt wortwörtlich kein Pokémon, außer sowas wie Frostlass oder sowas, was halt in einen Close Combat oder einen Brave Bird reinkommen kann. Genau.
Und wichtig, gegen Frostdeath hat er dann den Fruststampfer dabei. Grüße an Danny gehen raus. Stomping Danix ist ja sein Teamname und sein Signature Iskall Azaptos, aber hat ihn nicht gepickt aus Gründen. Aber es ist halt, es ist so ein bisschen sein Ding, dass er die Attacke Fruststampfer auf Zapdos halt verfehlt. Ja, außerdem sehr wichtig, der hat Siegeswille, der gute Mann. Das heißt, wenn mein Gegner einen Bedrohermon dabei hat, dann kann ich so ein bisschen predicten, wann kommt der rein, kann dann Galar Zapdos da reinschmeißen und er geht sofort auf plus 1 Angriff und dann ist er richtig gefährlich und macht Teams weg. Ja. Und der hat halt auch Momentum. falls ich das noch nicht gesagt habe. Der hat auch Momentum. Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt, aus meinen 11 Pokémon haben, glaube ich, 8 Stück Momentum. Zapdos, Raichu, Elfun, Amigento, Sumpix, Vampivian, Bronzong, Felinara und Pult sind 8, ja. Die einzigen, die kein Momentum haben, sind Sandama, Deponitox und Bronzong. Genau, Bronzong. Ja. Das ist mein Team diese Saison. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, ich habe halt Arschspiel-Momentum. Das ist immer. Also, es ist nicht immer gut, aber es ist nicht schlecht, Momentum zu haben. Da können wir natürlich den Alex machen und können sagen, auf dieses Matchup haben wir keine Lust, wir machen Kehrt. Können da dann immer das perfekte Mon eben reinbringen. Ich habe nicht super viele Böllermons dabei und das wird mich in Alex und Dannys Color Ranking, das irgendwann in den Mix rauskommen wird, auch auf jeden Fall nach unten katapultieren in den Tiers. Aber das ist für mich kein Problem. Fred hatte, glaube ich, letzte Saison in dem Kader Ranking auch nicht den krassesten Kader und der hat die Saison gewonnen, also ich muss kurz lesen. Fred hatte, glaube ich, letzte Saison auch nicht, also der Fred wurde nicht als der krasseste Kader eingerankt und der hat dann die Liga gewonnen am Ende. Naja, mal schauen, wo ich eingerankt werde. Ich bin schon gespannt, ich freue mich sehr auf das Video. Ja, ich habe halt, wie gesagt, nicht viele Böllermons, aber dafür kann ich die halt gut reinbringen, die ich habe. Und ich habe auch ein bisschen Bulky Offense, also meine oberen Tiers sind eigentlich alle ganz okay Damage-Dealer. Natürlich ein bisschen absteigen, klar. Ja, viel Utility. Ich habe viele Hazards. Ich kann irgendwie, ich glaube, auf 3 Mons Rocks rauslegen. Auf 2 Mons Spikes und Toxic Spikes habe ich ja auch dabei. Also enorm viele Hazards. Ich habe viel Hazard Control. Das heißt, ich bin dieses Jahr nicht ganz so schwach gegen Hazards wie die Jahre davor. Ja, ist ja nicht ganz das Jahr. Es sind nur 4-5 Monate oder so. Aber ja, meine Matchups werden nervig, glaube ich. Also meine Gegner werden nervig, weil ich habe super viel, ja wie gesagt, super viel Momentum. Kann immer das richtige Pokémon reinbringen. Habe ein paar schnelle Mons, die dann gegebenenfalls auch halt, muss man als Gegner mal gucken, kann ich jetzt drin bleiben, muss ich rausgehen, drücke hier auf Protect und riskiere, dass man sich aufsetzt, weil in meinem Team ist hier alles möglich. Ich habe genug Möglichkeit, mich aufzusetzen. Ich kann, ja, Subs legen und sowas. Also da ist eigentlich... Ich denke, das ist das stärkste Team, was ich bislang gedraftet habe. Grüße gehen übrigens nochmal raus an Henning, der mir ein bisschen geholfen hat beim Draftplan. Ohne den wäre das wahrscheinlich nicht so geworden, sondern ähnlich, aber dann doch ein bisschen anders. Ja, ich freue mich auf die Saison. Diese Woche geht schon los. Und dann sehen wir uns beim ersten Spiel gegen den guten Jonas am Wochenende. Jonas von Salgat 69%. Und würde ich sagen, bis dahin. Haut rein und bis dann. Ciao. Abonniert mich.